Immer wieder werde ich gefragt, wie ich eigentlich zur Politik kam und warum ich mich ausgerechnet für die AfD entschieden habe. Um diese Fragen etwas verständlicher zu beantworten, möchte ich euch mitnehmen auf einen kleinen Abriss meines Lebensweges. Am 8. Oktober 1991 wurde ich in Magdeburg geboren. Meine Eltern sind beide in der DDR aufgewachsen und ihre Jugendliebe hält bis heute an. Mein Vater wurde in der Börde geboren und ist gelernter Bautischler. Mittlerweile ist er Rentner und weiß, wie es ist, wenn man 45 Jahre lang hart arbeitet, um am Ende eine lächerlich geringe Rente zu bekommen. Ich schloss 2012 mein Abitur ab. Mir wurde von meinen Eltern anerzogen, dass man sich alles selbst erarbeiten muss und nicht auf Almosen hoffen darf. Das Schicksalsjahr in meinem bisherigen Leben war das Jahr 2014. Am 11. März kam mein Sohn zur Welt. Um ihm mehr bieten zu können, wagte ich mich in die Selbstständigkeit und gründete mein eigenes Unternehmen. Die Zukunft des Landes, in dem mein Sohn aufwachsen sollte, war für mich nun wichtiger als je zuvor. Ich war schon immer patriotisch-konservativ eingestellt und legte großen Wert auf Ordnung und Disziplin. Mein politisches Interesse war groß genug, um mich stets mit mehreren Parteiprogrammen auseinanderzusetzen. Als ich beruflich wie so oft in Berlin unterwegs war, sah ich erstmalig Plakate der AfD zur Europawahl. Der Spruch "Washington spioniert, Brüssel diktiert, Berlin pariert" traf den Zeitgeist auf den Punkt. Ich wusste, dass es nur mit dieser Partei möglich sein wird, meinem Sohn ein starkes Deutschland zu erhalten. Somit stand meine Entscheidung fest und ich trat der Partei bei, um zu unterstützen und mich auch selbst in der Partei einzubringen. Im April 2015 wurde ich dann gebeten, mich zu engagieren, um die AfD-Parteijugend in Sachsen-Anhalt aufzubauen. Die junge Alternative Sachsen-Anhalt wurde durch viele engagierte Partei- und Jugendverbandsmitglieder ein voller Erfolg. Am 13. März 2016 wurde ich gemeinsam mit 24 weiteren Parteifreunden durch die Bürger in den Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt. Was mich nun nach Berlin treibt? Obwohl Berlin nicht weit weg ist, so sind die Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, weit weg von unserer Lebenswirklichkeit. In Berlin sind geschlechtsneutrale Ampelmännchen und ein gendergerechter Sprachgebrauch Tagesgeschäft. Doch was ist für unsere ländliche Region wichtig? Was bewegt uns? Sollte sich der Fokus nicht lieber auf vertretbare Anfahrtswege für Schulkinder und eine gesicherte Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum richten? Wir brauchen ein Bildungssystem, das uns wieder zum Land der Dichter und Denker werden lässt. Was wir brauchen, ist eine gute Infrastruktur und ein gutes Marketing, um dauerhaft Arbeitsplätze in der Region verankern zu können. Ganz abgesehen von einer nicht nachvollziehbaren Corona-Hysterie, die beinahe unseren Mittelstand in den Ruin treibt, wird dem Steuerzahler der angeblich menschengemachte Klimawandel gebetsmühlenartig vorgehalten. Die Folgen tragen wir alle. Völlig überteuerte Spritpreise, explodierende Heizölpreise und die weltweit höchsten Kosten für Haushaltsstrom zeigen, dass die Regierenden ihre völlig verfehlte Klimapolitik auf den Kosten des kleinen Bürgers austragen. Nur retten wir so das Klima des gesamten Planeten, indem wir täglich tiefer in die Tasche greifen müssen? Retten wir das Klima mit einem völlig übereilten Atom- und Kohleausstieg, während zeitgleich überall auf der Welt neue Atom- und Kohlekraftwerke gebaut werden? Und wer kümmert sich eigentlich um unser gesellschaftliches Klima? Die Gesellschaft verroht durch immer enger werdende Meinungskorridore und der täglichen, gesteuerten medialen Panikmache. Auch in der Parteienlandschaft ist ein sachlicher Dialog kaum mehr möglich. Warum werden wir nicht gefragt? Warum werden Sie nicht gefragt? Warum nicht mehr direkte Demokratie wagen? In einem Parteiengeflecht, in dem Profillosigkeit, Kontrollverlust und Eigeninteressen an der Tagesordnung stehen, sorgt die AfD für Transparenz und vertritt ausschließlich die Interessen unserer Bürger. Wir müssen wieder zu einer Politik finden, in der Demokratie wirklich gelebt wird. Nicht Parteien und Politiker sollen den Kurs dieses Landes bestimmen, sondern Sie. Wir wollen keine Elfenbeinturmpolitik aus Berlin. Was wir brauchen, ist ein frischer ostdeutscher Wind im Bundestag. Ich werde mich für die Interessen unserer Region einsetzen. Für eine Politik unserer Heimat am 26. September Jan-Wenzel Schmidt mit der Erststimme und mit der Zweitstimme die Alternative für Deutschland wählen.